Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Dramatische Woche in Bern, haben wir glaube alle mitbekommen. Zuerst vielleicht noch ein bisschen allgemein. Sie sind ja schon im Sommerlook, also die Session ist zu Ende eigentlich. Ja, also ja, am Donnerstag hat die Session immer auf. In der ersten und in der zweiten Woche, nicht in der dritten, ist schon am Freitag. Und der Sommerlook, es ist ja Sommer. Wir haben ja kein Frühling gehabt das Jahr, oder? Häufschlüssel haben sie nicht. Alle klönen und fluchen. Nein, wirklich nicht viel. Ja, schon also eher ehemaliger Buchnecht, oder? Ja, schon manchmal die Nase putzen, ja. Aber das hat jetzt nichts zu tun. Ja. Da, ja. Also bevor wir auf die ganze Bankengeschichte mit Amerika kommen, wir kommen im Moment wahnsinnig viele Zuschriften über. Und das Interessante ist eigentlich das erste Mal seit 5 Jahren, wo eigentlich mehr oder weniger Zuschriften positiv sind. Früher hat es immer Leute gegeben, man soll die Sendung abstellen und weiss Gott, aber im Moment, wie erleben Sie das? Ja, es ist ja unheimlich, dass jetzt alle so zufrieden sind. Wird auch wieder derjenige geben, die negativ sind. Weißt du, eine gute Sendung hat ja immer an beiden Seiten, oder? Jetzt, die Zuschriften, die da sind, sind natürlich auch viele so Impuls. Also einer ist jetzt aus Spanien, der gesagt hat, wir sollten mal über das reden. Es hat ja in Spanien jetzt eine neue SVP-Partei gegeben. Also das sind Schweizer, für unsere Auslandsschweizer. Und die möchten gerne mal auch etwas hören, weil für mich interessant, sie haben so viele Auslandsschweizer in Spanien, die jede Woche die Sendung hören. Ja, das sind ja viele Rentner, die dort sind. Ja. Heiße ich dich herzlich willkommen da bei unseren Zuschauern und wir freuen uns, dass es jetzt eine SVP gegeben hat, auch in Spanien und die können da nicht beitreten und die haben natürlich auch viel Information aus der Schweiz über. Solche Leute nehmen ja fest teil, auch an ihrem Land, weil sobald wir im Ausland sind, interessiert man sich eigentlich noch mehr fürs Land, als wenn man drinnen ist, wo man es ja selber sieht. Ja, und da sieht man natürlich, hat man auch eine idealisiertere Sicht natürlich auf die Schweiz. Ja. Interessant war auch eine Zuschrift von einem Herrn, der gesagt hat, das Thema habe mir ja fast ein bisschen verschwinden lassen. Das sagt das Freihandelsabkommen mit China. Als Industrieller, Sie sind ja einer der Pionier, der auch in den 80er Jahren als erster auf China ist. Ja. Ist ja eigentlich schon eine interessante Geschichte. Ja. Also es ist erstens einmal so, wir sind die Ersten in Europa, wo so ein Freihandelsabkommen abschließt. Also der chinesische Ministerpräsident ist schon vor 2 Wochen in die Schweiz. Ja, die EU ist noch nie nichts. Jetzt, man hat das schon in den letzten Jahren ausgehandelt und die EU hat ja gesagt, sie würden das auch. Im Moment essen sie nicht gut Krise da, die EU und China. Weil die Europäische Union will da jetzt Zölle einführen, wo sie eigentlich nicht sollten, weil das ist gemäss der Weltabmachung, hat man keine Zölle mehr. Aber sie wollen Strafzölle einführen gegenüber China, weil China so billig produziert für die Solarenergie. Und jetzt sagt die EU, die Sachen, die Chinesen so billig verkaufen, tun sie subventionieren. Und das ist verboten. Also das ist ein künstlicher Preis. Und das bestreitet China. Aber natürlich, so ein Staatshandelsland wie China natürlich ist, hat natürlich sicher Preisgestaltungen. Und jetzt schlagen die Chinesen zurück. Und die haben nicht Unrecht. Die sagen, was machen die denn da bei dieser Energie, die ihr da subventioniert mit 30 Milliarden? Mhm. Und jetzt sie ins Ausland gehen verkaufen? Ihr macht ja also etwas, was wir nie würden machen, oder? Sie sehen, das ist jetzt ein Handelskrieg. Und die Schweiz profitiert jetzt, weil wir an dem Handelskrieg nicht teilnehmen, weil wir ja erstens ein neutrales Land sind und zweitens, weil wir auch nicht das Gefühl haben, also das müssen wir müssen jetzt hier Strafzölle machen. Die Chinesen sind halt billiger. Das sind halt billiger. Wenn es etwas ist, wo die Chinesen können produzieren, haben wir eigentlich fast keine Chance. Da muss man in der Schweiz schauen, dass man etwas produziert, was sie nicht können. Aber China ist ein zunehmend grosser Markt. Das ist ein bedeutungsvoller Markt geworden. Das ist die zweite heute oder bald die erste Wirtschaftsmacht der Welt. Sie hat mindestens Japan überholt, oder? Also nach Amerika kommt bereits China, wenn sie nicht schon überholt haben. Und das ist einer der grossen künftigen Exportmärkte. Und die brauchen natürlich Sachen, die sie nicht machen können. Und ist für die Schweiz sehr interessant, damit sie Sachen ausführen können, die haben in vielen Sachen noch 20% Zölle. Und wenn man das Freihandelsabkommen unterschreibt,
werden die Zölle gesenkt, natürlich auf beiden Seiten. Mhm. Also für billig, für Produkte, die Chinesen machen, wie Rohstoff und so weiter, das nützt dann uns wieder, weil wir natürlich die auch zulassen. Aber wo wir jetzt den Besuch vor zwei Wochen vom chinesischen Ministerpräsidenten, ist das auch ein bisschen eine Antwort an die EU? Oder ist das ein politisches Signal? Vielleicht. Er ist also zuerst in die Schweiz gekommen, erst nachher auf Berlin. Aber Chinesen legen ja Wert auf so Sachen, oder? Ja, natürlich. Also, ich habe die Symbolik sofort gedacht. Er kommt zuerst in die kleine Schweiz und dann geht er erst in die grosse EU und dort in den wirtschaftlich wichtigsten Staat Berlin und dort mit der Frau Merkel reden. Weil er hat ihnen wollen sagen, also wir haben dann nicht so Freude, was ihr da mit den Chinesen macht. Also da sind sie natürlich sehr deutlich. Und man hat es ja jetzt gesehen, es geht ja weiter. Sie haben gesagt, wenn er da Zoll drauf tut, dann wir an einem anderen Ort arbeiten wir mit Zoll. Sie haben auch getroffen dort, wo er in der Schweiz war? Nein, meine Tochter war es. Ja. Ich bin nicht, ich bin ja hier in Südamerika, wo er da war. Und meine Tochter war da und sie hat ihn getroffen. Und sie hat dann das erste Mal gesehen, weil sie ist ja der neue Ministerpräsident. Ja. Und sie hat also mir auch gesagt, sie sei beeindruckt von dieser Art. Er ist ja ganz ein unkomplizierter und ein Gewandter, oder? Und er ist auch lustig, wenn er wollte schauen. Ein Bauernhof, oder? Ja, bei Embrach, glaube ich. Ja, weil die Bauern haben ja ein bisschen Angst vor dem. Ich glaube, die Bauern müssen nicht Angst haben vor den Chinesen. Weil die Grundprodukte, die die Schweiz auch hat, also Milch werden die nie in die Schweiz liefern. Beim Fleisch, vielleicht beim Poulet und so weiter, da mussten sie also Lösungen treffen. Aber das ist auch, also in den Milchprodukten kann dann das ein Absatzmarkt werden. Weil die Chinesen fangen ja erst an mit der Milch, weil das ist interessant. Der Chinese hat bis jetzt keine Milch können trinken. Das hat sie im Magen nicht vertreibt. Jetzt haben sie festgestellt, dass wenn die kleinen Kinder als Säugling anfangen Milch zu trinken, dann wird der Magen so, dass sie ihn verträgt. Und sie sagen auch, Milch sei sehr, sehr gesundheitsfördernd, wenn man mit dem Kind mit dem anfängt. Aber sie werden dann später auch mal Milch machen. Also in der Mongolei, der chinesischen Mongolei, weiss ich, da hat es jetzt einen riesen Betrieb mit ein paar hunderttausend Kühen. Also das, die werden dann auch Joghurt machen und so, aber heute, und dann kommt dazu, China muss 1,4 Milliarden Leute ernähren. Die müssen immer schauen, dass sie genug zu essen haben. Die brauchen den Boden. Und dann kommt noch dazu, die chinesische Landwirtschaft ist ganz ähnlich wie die Schweiz. Für die Agrarexportländer wie Brasilien oder wie Amerika, das haben wir ja eigentlich wie eine Gärtnerei mit diesen kleinen Äckern, oder? Ich weiss nur, dass mal ein brasilianischer Industrieller über die Schweiz geflogen ist, hat er gesagt, sind bei euch alles Gärtner. und der grösste Teil ist von Hand. Ja. Und die können es gar nicht maschinell bewirtschaften, die kleinen Äckerli. Oder? Das sind ja vor allem auch Reis und so weiter. Und Reis ist wieder etwas, was uns auch nicht, unseren Bauern nicht wehtut. Also, wir kommen jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema. Sie haben auch mal gesagt, in den hunderten von Sendungen, die wir hier gemacht haben, dass Ihnen vom Wesen her, als Industrielle, der Chinese eigentlich immer ein bisschen näher war als der Amerikaner. Ja, ich habe in meinem Leben Erfahrung gemacht mit den Chinesen. Ich habe besser gewirtschaftet mit den Chinesen. Warum? Der Chinese ist kompliziert für uns am Anfang. Er ist distanziert am Anfang. Wenn man mal den Zugang hat und miteinander, wenn er das Vertrauen hat, muss natürlich als Industrielle und Geschäftsleute nicht einen Chinesen übers Ohr hauen, das vergisst er einem nie. Also, wenn man das Vertrauen hat für eine saubere, gute, geschäftliche Methode, einen fairen Geschäftsmann, hat man es mit den Chinesen Ring. Amerika liegt ja uns eigentlich näher von den westlichen Rat. Ja, klar, sind ja Europäer. Jawohl, ja. Und ich habe ja Amerika gern, den freiheitsliebenden Staat und so weiter, wo auch der Schweiz so viel gegeben bei der Gründung. Und sind unkompliziert. Aber beim Geschäftsleben hat der Amerikaner eine Art, die für uns sehr schwierig ist, vor allem ist sehr viel juristisch. Bei allen Verhandlungen haben sie immer Rechtsanwälte am Tisch und müssen aufpassen. Und dann haben sie natürlich ein Rechtswesen, das erlebt jetzt die Schweiz,
was uns sehr fremd ist. Aber warum könnten die Amerikaner jetzt ausgerechnet auf die Schweiz mit dieser, sagen Sie mal, mit dieser Brutalität fahren? Ja, also sie gehen nicht nur auf die Schweiz los, natürlich. Ja, die gehen natürlich einfach dort, wo das Geld hat. Ist eine einfache Geschichte. Haben wir ja immer erlebt in der Geschichte. In den 30er Jahren sind sie auf die Schweiz los. Nach dem Krieg, ganz verrückt, oder? Es waren ganz schwierige Verhandlungen, die der Minister Stucki geführt hat. Und jetzt gehen sie auch wieder leere Kassen. Und sie haben natürlich, der Obama ist ein stark linker Präsident. Man sagt, ich nie eine Möglichkeit in Amerika, dass jemand so links sein kann. Amerika heisst ja links-liberal. Also der Liberale ist ein Linker. Weil die kennen das gar nicht. Der Sozialismus ist denen Freund. Und jetzt ist halt da und die sind halt für den Staat und für Geld holen und in der Schweiz hat es. Also unter Bush wäre das so nicht passiert, weil jetzt passiert ist. Oder? Ich glaube es nicht, also es hat hier schon angefangen. Also es ist nicht. Aber die Art und Weise ist es auch. Zum Beispiel, dass die Amerikaner einfach eine Bank anklagen können, zum Beispiel, wo auch gar nicht verurteilt ist, wo man gar nicht weiss, ob sie etwas gemacht hat. Und wenn sie eine Bank anklagen, haben sie ein Gesetz gemacht, der darf keine andere Firma mehr mit dieser Bank arbeiten, ohne dass sie gestraft wird. Also eine Art Sippenhaft, ja, oder? Ja. Also kann niemand mehr Dollar überweisen. Und eine Bank mag das heute nicht verlieren, das ist ja die Weltwährung. Und so wollten sie ja die Bank Wegelin zugrunde richten. Und das ist ihnen ja nicht gelungen. Weil Wegelin hat eine Lösung gemacht und gesagt, jetzt müssen wir aufpassen, die drohen uns mit Anklage. Sie erpressen einen und sagen, wenn du das nicht machst, wenn du das nicht zahlst, wenn du das nicht tust, dann nachher packst. Pack dich mit der Anklage und du gehst Grund. Und darum hat Wegelin alle Bankaktivitäten, mit Ausnahme von der amerikanischen Dossier, alle Mitarbeiter, Alle Kundendossiers in eine Bank hier tun, die heisst Notenstein. Und hat die Notenstein verkauft. Jetzt hier der Raiffeiser, hätte jemand anderes können sein. Und ist der Pack dabei geblieben. Und dann mussten die Amerikaner müssen auf die Bank los. Und sie haben sich dann geeinigt. Und die haben 72 Millionen Franken gezahlt. Und wer hat es gezahlt? Der Unternehmer. Also der Humler und seine Partner, der Bruder und so weiter. Das ist natürlich schmerzlich und das ist schlimm. Aber die Schweiz hat es nicht kaputt gemacht. Das war nicht ein Schaden für die ganze Zeit. Und so. Darum bin ich der Meinung, jede Bank muss heute so ein Abwehrdispositiv haben, weil sie ja nie weiss, wird sie angeklagt. Das gilt auch für Kantonalbanken. Also gehen wir noch mal zurück. Eine hochdramatische Woche, ich habe es gesagt, am Anfang in Bern. Ist ja noch interessant gewesen. Es hat schon angefangen, eigentlich letzte Woche in der Arena. Sie und Herr Löffler waren eigentlich auf der gleichen Linie gewesen. Eigentlich gegen das Abkommen, das Frau Wittmer-Schlumpf und der Bundesrat möchte machen mit den Amerikanern. Das ist ja gleich eine interessante Konstellation. Ja, jetzt geht es um das Abkommen. Also der Bundesrat verhandelt jetzt seit 2,5 Jahren mit Amerika wegen diesen Banken. Weil Amerika sagt, die haben amerikanisches Recht verletzt, die haben Kunden bearbeitet, um Gelder, die sie nicht versteuert haben, aufzunehmen. Ob das so ist, wissen wir nicht, aber wenn es so ist, ist das in Amerika strafbar, dann müssen die gestraft werden. Da hat dann niemand etwas dagegen. Aber sie sagen... Wie viele Banken sind denn da, die betroffen sind? Ja, etwa 200-300 Banken in der Schweiz. Nein, in der Schweiz, ja. Es sind praktisch alle. Sie behaupten, das sind alle gewesen. Und jetzt sind sie vor der Pfingststadt, Frau Bundesrätin, Frau Wittmer-Schlumpf, gesagt, wir werden in der nächsten Woche einig werden mit einem Abkommen und werden das können dem Parlament vorlegen oder dem Bundesrat genehmigen und dann dem Parlament vorlegen. Das wäre ja positiv gewesen, oder? Ja, da weiss man nicht, was drin steht, wenn wir zuerst ein Abkommen lesen. Wir wissen nicht, was drin gestanden wäre. Eine Woche später hat man gesagt, man sollte einen Termin schon suchen im Parlament für das Abkommen. Es wird dann im Bundesrat besprochen und muss schnell behandelt werden. Und dann ist sie plötzlich 2 Tage vorne im Bundesrat gar nicht mit dem Abkommen, sondern nämlich ein Gesetz, das einseitig die Schweiz erlässt,
wo drin steht, man hebt unser Datenschutzgesetz auf für 2 Jahre, also in bestimmten Sachen. Und Bankkundengeheimnisse hebt man auf, sodass die Banken alles ausliefern können, was sie wollen. Und sie können alle Mitarbeiterdaten, Rechtsanwälte, die sie zusammen geschafft haben, Treuhänder und so weiter. Also, wir 2 Jahre lang einen rechtsfreien Raum. Ein Jahr lang. Ja. Wir machen 1 Jahr lang, tun wir alle rechtmäßig erlassenen Gesetze aufheben, schnell zu Bern, in 3 Wochen. Das ist natürlich ganz bedenklich überhaupt für die Schweiz, dass man das überhaupt etwas macht. Das wäre, wie wenn man würde sagen, ja, uns geht es ganz schlecht in diesen Berggemeinden, weil man keine Zweitwohnungen mehr machen kann. So, jetzt wollen wir, dass das geändert wird, das Gesetz. Gut, jetzt sitzen wir geschwind zusammen in einer Session, machen ein neues Gesetz. Während einem Jahr könnten noch alle eine Zweitwohnung bauen. Das wäre doch bedenklich, oder? Wo Volk und Stände zugestimmt hat und bei den Dingen, die Gesetze, die hier aufgehoben, die sind erlassen worden im Rechtsverfahren. Und darum, das darf man nicht machen, das macht man nicht. Und das ist ein einseitiger Akt. Aber ist die Erbsünde nicht schon der, wo man die Daten von der UBS rausgegeben hat? Ist das, hat das eigentlich nicht schon das Problem? Also, erstens ist, wir sind ja auch gegen den Vertrag. Den Vertrag haben wir nie zugestimmt. Weil er war auch bedenklich, weil er hat einfach gegen das Gesetz mit dem Dringlichkeitsartikel für eine Bank eine Ausnahme gemacht. Das ist weniger schlimm, als wenn sie gerade das ganze Gesetz aufheben, oder? Eine Ausnahme machen. In einer Notsituation ist ja auf jeden Fall weniger schlimm, als ein ganzes Gesetz einfach außer Kraft setzen. Zweitens, wir haben die gewusst, was ihnen dran kommt. Das haben wir gewusst. Also man hat dort in Recht gegeben, sie können gewisse Dossiers rausgeben und ohne dass sie straft werden nach schweizerischem Recht. Aber das haben wir auch bedenklich gefunden. Wir haben gesagt, das geht nicht. Die Banken müssen gerade stehen, selber halt als oberste Management. Es war dann aber so, dass die Sozialdemokraten auch da schon, wie wir dagegen waren, dass man das macht. Und auf einmal haben sie gedreht und haben gesagt, wir stimmen zu, wenn ihr eine Bonussteuer, also etwas ganz anderes, ein Steuerprojekt, das nichts mit dem zu tun hat, wenn ihr dem zustimmt. Also, ihr habt auch erpresst. Und dann haben wir gemerkt, dass die Mitteparteien für die Bonussteuer sind. Dann haben wir gesagt, oh, weil wir dagegen sind, gegen den Vertrag. Und etwas, was haben wir am Schluss erstens den Vertrag und zweitens noch die Bonussteuer. Und dann haben wir gesagt, so, wir können uns die Stimme enthalten. Dann muss die Mitte nicht nachgeben in der Bonussteuer. Und die SP kann dagegen sein. Und dann kann die Mitte den Vertrag genehmigen. Dann ist das. Aber das ist nur, weil wir haben das kleine Übel hier gewählt. Aber jetzt bei dieser Frage, wird die SVP die Linie durchziehen? Also von der Partei her? Jawohl, ja, natürlich. Also wir haben es ja hier durchgezogen. Wir sind für nicht eintreten. Und wenn eintreten, wird zurückgewiesen am Bundesrat. Wir wissen gar nicht, was die Folgen sind. Was ist die Antwort? Die Amerikaner haben uns das verboten. Wir haben gesagt, wieso so dringlich? Nach 2,5 Jahren verhandeln. Die Amerikaner wollen das. Ja, warum wollen die einzelnen Erlass hier machen? Die Amerikaner verlangen es. Und sie drohen. Also der Sprecher von der BDP, das ist ja der Pressesprecher quasi von der Frau. Ja, also es war jetzt der Hasler gewesen. Der hat gesagt, wir werden die Banken stillgelegt und so weiter. Das kann es geben, aber, dass die Banken stillgelegt werden, oder? Das kann geben, aber man darf nie einen, der einem an die Presse sagen. Das ist wie wenn einer schreibt und sagt, wenn du das nicht machst, verschiesse ich deine Familie. Ja, dann muss ich sofort geben. Dann müssen sie schauen, wie sie die Familie schützen können. Aber ja, nicht nachgeben. Jetzt hier, die Banken, habe ich am Anfang gesagt, das ist etwas Komisches, dass die können eine Bank anklagen und nachher, wenn man sie anklagt, verbieten, dass man noch mit Dollargeschäften durch die Bank zugrunde geht. Der Wegeling, habe ich gesagt, hat eine Lösung gefunden. Die Bank ist zwar auseinandergegangen, aber volkswirtschaftlich ist nichts passiert. Jetzt müssen halt die Banken die Notmaßnahmen vorziehen. Es gibt auch noch ein anderes, dass zum Beispiel bei einer grossen Bank, wo man stilllegen und Dollar nicht überweisen kann, dass die Nationalbank sagt, die Dollar kann man uns überweisen als Nationalbank.
Das ist das sogenannte Clearing-System. Haben wir ja alles im Krieg für alle Unternehmen gehabt, oder? Das ist also eine weitgehende Sache aus anderen Gründen. Also das kann man machen. Und darum muss man da Nein sagen, weil das Risiko, wenn man das genehmigen, ist viel schlimmer. Sind Sie eigentlich in Absprache mit der SP jetzt in der Nein, Frage? Nein. Kommt noch dazu. Wenn wir das genehmigen, wer kommt denn? Frankreich, Deutschland, Italien, die wollen doch das Gleiche. Und dann zahlen sie dann nicht 8 bis 10 Milliarden, sondern 50 Milliarden. Also ein völliger Unsinn, eine generelle Sache zu machen. Die SP ist aus anderen Gründen dagegen. Sie hat gesagt, wir wollen nichts zu haben, die hohen Banken sollen es selber machen, dann sind die Banken schon wegen Banken, Kunden geheim. Das ist ja keine Ernsthaft. Ich befürchte, dass die am Schluss dazu stimmen. Weil das ist ja kein Grund. Und sie haben jetzt einen Antrag gestellt, man darf das Geschäft erst behandeln, wenn man nähere Auskunft hätte über die Strafsteuern, die man dann zahlt. Und da ist die Gefahr gross, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt ein bisschen Auskunft, jetzt kann man es genehmigen. Also sind Sie nicht optimistisch, dass Sie am Schluss durchkommen? Nein, ich bin im Parlament, ich kenne das Parlament schon lange, es würde mich also sehr positiv überraschen, wenn es am Schluss ablehnen will. Wenn der Druck kommt auf die einzelnen Parlamentarier, das merke ich jetzt schon, wer da anfängt aussteigen, da sind in der Nähe von dieser Bank und von derselben Bank. Und die Kantonalbank hat natürlich auch viel Macht, oder? Ja, die Kantonalbanken sind da nicht einmal die, die so drucken, weil die trifft es weniger, weil die sind in einer anderen Kategorie. Aber gerade so Grossbanken, Credit Suisse ist da natürlich dahinter. Ich glaube nicht, dass ein Ständerat Gutsweiler kann heben bis am Schluss. Der wird schon noch bearbeitet werden. Aber jetzt noch interessant, eine Frage. Sie haben in einem Interview gesagt, Sie haben mit amerikanischen Experten geredet, das Wochenende. Wer ist das gewesen? So? Ja, das habe ich keine Auskunft. Nein. Aber was haben Sie gesagt? Nein, das ist ja vielleicht noch interessant. Ja, Sie haben, das sind verschiedene. Übrigens, die sind zum Teil auch in den Zeitungen vertreten, in der Schweiz, und haben es gesagt. Also, man muss damit rechnen, dass die Amerikaner für alle amerikanischen Vermögen, die in der Schweiz verwaltet worden sind, 2009, 30% von diesen Vermögen müssen zahlen, und zwar die Bank, nicht der Kunde. Der Kunde zahlt dann auch noch. Ist dann saftig. Und was man nach 2009 geht, 40%, das gibt eben die 8 bis 10 Milliarden, schätzen wir, die hier abgeliefert werden müssen. Und das habe ich gestern im Nationalrat gesagt. Auf dem Latrinenweg habe ich das bekommen, aber es deckt sich von verschiedenen Seiten. Also der Bundesrat kann ja dann sagen, ob das stimmt oder nicht. Ja, also sind wir auf jeden Fall gespannt. Die Session geht weiter. Das nächste Woche sicher noch immer noch das beherrschende Thema, oder? Ja, es wird jetzt in den Kommissionen behandelt. Ich glaube, der Ständerat tagt schon am Mittwoch und wir tagen dann am Donnerstag. Und dann wird man sehen, wo es das anläuft. Also, sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Christoph Blocher, besten Dank. Hochdramatische Woche in Bern. Das war Stille Blocher. Wir sehen uns natürlich wieder gleiche Zeit nächste Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.